Moin Leute, das ist das Mikro des. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Station hier zum Vulkan LP. Ja, Leute, da ist er wieder. Die letzten drei Aufnahmen habe ich gerade gestern gemacht. Heute ist der Plan, auch drei Aufnahmen zu machen. Ich knall mal einen Timer rein, eine halbe Stunde ist wieder Ziel. Ja, wir haben wieder ein bisschen überzogen, aber ist doch schön. Ja, ich habe viel um die Ohren zur Zeit arbeitstechnisch und wie gesagt, ich möchte nicht, dass ihr leer lauft und ach, es ist alles so schwierig heute um diesen Montag. Wenn alles gut läuft, habt ihr Montag, dann habt ihr ja gestern die Folge Oxygen Not Included gesehen. Hohohoho. Das ist ja geil. Boah, wer es nicht gesehen hat, Auftrag gucken. Definitiv, Freunde der Sonne, Auftrag gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie sie spannend und, ne, aber für mich war das ein ganz eigenes Erlebnis. Oxygen Not Included ist auch einer der Gründe, warum ich hier so ein bisschen hinterher bin. That is it. That is what it is. Ich habe gerade Amrut gegessen. Ich bin auch fix und fertig heute wieder. Aber energetisch, was soll ich sagen? Also heute ist mehr da so ein bisschen. Also, naja, wir werden sehen, wie es kommt. So, was haben wir denn hier? Weed Seed. Wir wollten die abernten, weil wir ein Temperaturproblem ist incoming, ne? Was, Weed hatten wir hier, ne? Weed! Ja, Power halt die Gusche. So, haben wir das abgeerntet. Gut, müssen aber nicht einen Kühlschrank. Die kannst du auch du lagern. Ja, nehmen sie ja schon raus. Guck mal da oben. Eine Dose Tomatensuppe, zwei. Der will mich hier ein bisschen triggern hier. Alter, mach dich da, dass du da hochkommst, ja? Danke. Wir ernten jetzt die Kisten leer. So leer, leer, leer. Ja. Ich meine, wenn die noch wachsen wollen, ich werde die jetzt ja nicht zerstören, ne? Das machen wir nicht. Wenn, dann sollen die sich alleine zerstören. Sind die Dinger schön leer? Ja, ich weiß, ich mache das wieder ein bisschen umständlich, aber. Jawohl, jawohl.
Potatoes. Gut. Sehr schön. Ich habe heute in die YouTube-Kommentare geguckt, ne? Master First Aid, hat mir nochmal gesagt. Das Cheaten-Ding, so jeder hat so persönlich so seine Geschichte da hinter sich da, ne? Und die Leute gehen super hart ins Gericht, ja. Grundsätzlich mit einem, ja. Vielleicht aus persönlichem Interesse, vielleicht auch gar nicht, weil man mal einen Cheat-Befehl oder sowas benutzt hat oder sowas in der Richtung. Wir haben es ja nun schon auch erlebt, dass es halt so, ja, aus anderen Absichten das als Grund vorgeschoben wird. Ja? Das haben wir nur in der Laufbahn auch schon hinter uns so ein bisschen. Und der Umgang ist da natürlich schwierig. Vielleicht wie das, ne? Aber im Groben und Ganzen ist es jetzt hier bei diesen Non-Creative-Basen, wie ich auf Vanilla spiele, ja, ist es nur wirklich straight ahead, weil ich auch einfach hier, ne, keine Versuchung wegen, weil keine Möglichkeit. Ne? Zumindest natürlich, Möglichkeiten gibt es immer und überall, keine Frage, ne? Man kann da in irgendwelchen Files irgendwas hin und her fummeln. Und ich traue mir das auch sicherlich zu, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Weil ich einfach so da an der Stelle lösbare Herausforderungen sehe, die man an anderer Stelle eben einfach, ne, ja, hier muss man auf nichts quasi warten. Und ist auf niemanden anders angewiesen. Man hat eben alles selbst in der Hand. Und das ist in dem halt ein Unterschied. Ja. Und mir wurde zu hart ins Gericht gegangen an mancher Stelle und ja, das hat halt geformt, ne? Das hat halt einfach geformt. Also nicht ich forme euch sicherlich auch ein Stück weit, aber ihr formt mich eben auch, ne? Mit gerade hier dieses Servergespiele, da war schon haariges dabei. Aber Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir haben es alle überlebt, alle gut überstanden. Und dann ist das so. Ich wollte eigentlich noch irgendwas hin und her räumen, aber ich habe es vergessen. So, beim letzten Mal habe ich gesagt, Daga fahren, den können wir hoffentlich irgendwie unabhängig davon, von unserer Temperatursituation anpflanzen. Können wir den unabhängig von unserer Temperatursituation anpflanzen? Wo ist denn hier die olle Garn? So, 19 bis 30 Grad, würden aber bis 50 aushalten. Ja, okay. Ist in Ordnung, nehme ich so hin. Kann das sein, dass wir kein Wasser hier haben? Bevor wir das machen, müssten wir eigentlich Wasser anschleppen, ne? An die Scheiße. Die Hardesflower, die habe ich auch noch nicht in Gang gebracht, ne? Ja, dann lass uns mal ein Wasserrohr anschleppen. Wir müssen auch noch so die Bestellungen von unseren Öfen quasi ein bisschen ratifizieren, sozusagen. Dass wir durchgängig produzieren können. Und wir sollten den Toolmaker mal in Gange bringen. Und wir sollten. Ja, wir sollten. Ja. So, ich bringe jetzt erst Wasser da rein.
So, haben wir jetzt hier irgendwas an Waterpipes? Jo, oh. An Waterpipes. So, dann schauen wir mal, wie das so gedacht ist. Wir glotzen hier blöd drin. Wir machen die Klötzen auf. Klotzen. Oh, Junge, ehrlich, ne? Mach die Klötzen auf, Junge! Das hat schon wieder. So, naja. So, jetzt sind die alle hier verbunden. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie. Haben wir das Wasser von oben hingeführt? Ja, ne? Ja. Hätten wir auch gleich ein paar mehr Wasserrohre mitbringen können. Hätte können. Arno Dübel, ehrlich. Wer kennt Arno Dübel? Hände hoch. Ich kann es leider nicht sehen, aber hier. Hände hoch, Arno Dübel. Junge, ey. Also, wenn das nicht so traurig wäre, ja, dann hätte man ja drüber lachen können, aber, boah, das ist schon, ja, es ist halt beides. Es ist, also, ja, also, ist halt nicht gut, ne, generell, dass er tot ist, ne, aber... Das, was er hat dem Land aufgezeigt, was ihm geht, wenn man eben das so macht, wie er das gemacht hat. Ne? Und das war halt, das finde ich, fand ich, ist eigentlich schon ein starkes Stück insoweit. Ja, dass es halt auch der Öffentlichkeit preisgegeben wurde. Und trotzdem ist es so passiert, wisst ihr, wie ich meine? Es ist ja so passiert, wie es passiert ist. Ja, logisch. Es ist so passiert, wie es passiert ist. Junge, Junge. Ja, da muss ich wieder hier. Ich gucke ab und zu mal Streamclips Germany tatsächlich. Und dann muss ich da immer an dieses schwarze Feld denken. ja. Wie das eben. Ne? Und da kommt immer ja, und so weit alles. Das ist schon. Ja. That is what it is. Hier brauche ich ja nicht so eine komplizierte Schleuse bauen. Obwohl, wenn ich die. Wenn ich die Sauerstoffproduktion pausieren muss, dann wäre eine Schleuse geil. Aber im Grunde genommen bräuchte ich keinen. So. Und ich muss hier vor allen Dingen auch noch weiterbauen. Ich müsste ja theoretisch zweimal runter. Oder ich würde es zumindest so tun. Und zweimal runter hier. Sag mal, bin ich da irgendwo im Raum rübergegangen? Glob ja, ne? Ich glob, ich hab das gar nicht so gemacht. Ich glob, ich hab das. Ne, so kann ich das ja nicht gemacht haben. Ich gehe jetzt hier so lang. Mach die Klötzen öff. Klötzen. Genau. Das jetzt zweimal hingebaut, ja, ne? Genau. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu machen. Ja, auch Notül. Er hat auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ne? Bei. In diesem Land. Das ist so. Das ist so, lieber Arno. Das ist so. Bin ich ja überlastet. Das geht ja auch nicht. Es ist so hart.
So. Da 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 da. So, wo haben wir das hier? Area, wie heißt das Ding? Eigentlich Area Power Control, ne? Eigentlich heißt es, was ist denn da wieder ein Schleim da oben? Power! Der Kit Power Controller. So, haben wir hier eine Nuke, ne? Eine Nuke haben wir nicht, ne? Eigentlich müsste ich ja davon auch noch zwei bauen, aber dafür brauche ich Astroloy. Astroloy ist gerade irgendwie ein bisschen schlecht, weil wenn ich das bestelle, dann kriege ich es nicht geliefert, weil ich kein Kobalt habe, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist Kacke, würde ich mal so sagen. So, Leute, jetzt lass mal kurz Gehirn anstrengen. Wir nehmen jetzt den und nehmen das Schweißgerät und schweißen den da wieder an hin. So, und dann nehmen wir die Area Power Controller. Und drehen den richtig hin. Ne, der ist tatsächlich andersrum gedreht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber ach so. So. Und da fehlt die Nuke, ne? Er wird die Nuke als Backup-System. System Failure. System Failure. Ich habe nicht genug Stribbe. Stribbe mit Doppel-B. Ripsili. So, wir brauchen noch einen Power Analyzer. So, da haben wir noch ein bisschen Stripsel, ne? 50 Cable Coil. Oh. Der hat Keule gesagt. Ich bin heute wirklich gut drauf, ne? Also, ich hoffe, das merkt man. Ja. Ich mach's mir von der anderen Seite. Einfach aus dem Grund, damit ich hier Platz für das Rohr hab oder was weiß der Geier, was da noch hinkommt. So.
Ach, die Scheiße. Obwohl, ich hab die gleich angebaut, ne? Ja, ja, wird schon passen. Werd ich schon machen, wa? So, ne? Ja. Ach du Scheiße. Schon wieder 50 alle. Aber da geht auch was weg, ne? Also das ist tatsächlich so. Ja, ich stelle mir gerade vor, Junge, wie ihr da auch sitzt immer und ständig diese Kabelscheiße da. Oh Mann, ey. Das macht mich ein bisschen glücklich, dass ich da bin, nicht alleine bin, ne? Denn denk an alles, vergiss nichts, ne? Irgendwie da irgendeine Verbindung oder so, weißt du? Ihr habt halt die gleiche Scheiße an der Hacken. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Also für mich fühlt sich das nach halbem Leid an. Ich bin da ja der positive Denker, was das angeht. So. Das war das. So. Können wir das noch erledigen? So. E-Mail. Dann sind die Strippen da auch schon mal vorgelegt. What? So, links noch ein Knopf oder was? Ja, Knopf und zwei Vents. Und auf dem Boden ist der Fuchsi. Ja. So, dann gehe ich mal davon aus, dass es eine selbstgesteuerte ist. Also so in etwa. Ja, und dann etwa so, ne? Ja, ja. Wenn wir hier schon mal mit Kabel rumhantieren, dann bitte aber auch completely. Nicht nur so halb, dreiviertel, sieben, achtel, ne? Wenn dann auch immer ganz. So, habe ich denn alles verstripseliert, ne? So, was brauchen wir? Zwei Chippies. Die 31 Grad. Ja, er kämpft. Er kämpft dagegen an. Ne? Also es ist schon, ne? Wir haben ein bisschen Kühlpower quasi in the background sozusagen. So. Housing hätte ich gerne zwei. So, da könnten wir jetzt mal Stil 50 einstellen im Electronics Printer. So. EP Order. Import. Edit. So, dann machen wir schon mal Stil. Auf. Export. So. Des Weiteren wollten wir Konsolenmonitore bauen. Irgendwie dahin primeln oder was? Ja. Ja. Die denn irgendwie die Bestellung anzeigen lassen. Ja, und die willst du mir nicht auswerfen, weil kein Bock, oh what? Ja, so, jetzt wäre Konsolenmonitor. Jetzt haben wir auch Stahl wieder. Jetzt können wir auch schnell erledigen. Ja, wisst ihr, wie ich meine?
Ja. Es ist halt klick, klick. Ja, und dann ist das Demo auch durch, ne? Das finde ich persönlich, ich finde das tatsächlich stark. Real strong, sozusagen. Real strong. So, da ist der da. Wir bräuchten eigentlich noch irgendwie einen Sensor da drin, oder was? Der das ein bisschen sensoriert, oder nicht? Den ich auch auf den Fußboden geklatscht, ne? Der hängt irgendwo an der Wand. Oh, what? Da hängt er. Ja, wir müssen das ja nicht gleich bauen, ne? Das ist ja so, aber... Der kann da schon mal hin, das ist schon mal okay. Ja. So eine Art Symmetrie ist natürlich nicht jetzt das Verwerflichste. So. Hydration critical. Ja, mach dich mal selber voll. Sense. Dankeschön. Decke. Ach, guck mal hier. Da haben wir noch einen. Cable and Laser. Mona Lisa. Wo sind meine Kippen? Kennt ihr das? Das ist so geil, ne? Teddy Tickle Braun. LOL Staffel 1, total geil. Mona Lisa, wo sind meine Kippen? So, Kopper, ja, Gold würde ich auch sagen, mindestens 50 immer an Bord, oh what? Iron natürlich, 50 an Bord. Ja, den Rest muss man dann erstmal, also grundsätzlich kann der eigentlich alles an Bord haben. Ja. So, davon haben wir jetzt erstmal 3 Award. Mona Lisa, wo sind meine Kippen? Oh Mann. Sorry, wenn ich da so drüber lache. Aber nein, eigentlich nicht sorry. Eigentlich ist das zu geil. Es ist zu geil, zu witzig. Bam, 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 bam. Ach du, ahnst es nicht. Wir sind schon wieder durch, Freunde. Burn is in darkness. Ja, wie sieht denn das aus? Wollen wir mal The Masterpiece uns nutzen hier? Oh, what? Mal diese Lampenleitung so ein bisschen greeny färben so und jetzt. So und so und den einschalten. Pop. Jetzt können wir mal hier. Zwei Lampen so ein bisschen anmachen, oh what? Mal ein bisschen, ne? Ja, Leute, da sind wir schon wieder am Ende der Folge sozusagen. Wir machen jetzt mal Kit Sensor, unseren Sensor Tower da am Stissel. Er bleibt konstant übrigens bei 30 Grad. Ne? Also die Alternativkühlanlage, die macht echt einen tollen Job, ne? So, was ist jetzt hier? Warum kann ich da nicht? Boah, jetzt ist wieder. Wir machen mal hier. Warte mal, er hat gesagt, warte mal, F5. F5. So, können wir die hier einfach gefahrlos aufmachen? Ja. Ach so, da haben wir überall dasselbe Problem, dass wir den nicht rankriegen da. Weil ich, ja, weil das halt schick sein muss, ne? Das ist halt einfach so. Der muss halt einfach schick sein. Mona Lisa! Gut, mal kippen! So, aber wir können den Konsolenmonitor. Können wir auch nicht so platzieren, ne? Das geht halt nicht. Das wäre halt wünschenswert, aber da kommen wir wieder mit der Strippe nicht klar. Und hier vorne geht das nicht, weil da vorne vermutlich die Strippe liegt.
Wir kriegen halt hier hinten keine Strippe um die Kurve gelegt, ne? Das ist halt einfach nicht, weil da ist shoot und fertig. Wo müsste die denn liegen? Aber das geht halt nicht, weil blockt. Man könnte es halt nur so machen, aber dann steht es halt exactly zwischen den Geräten so ein bisschen. Also am schönsten wäre ja gewesen da, ne? So. Dann sieht man, alles klar. Oder man hängt den einfach so drüber, so ein bisschen. Da wird ja am Ende des Tages nur angezeigt. Was für ein Hash? Meine Kippen. Ja, wo sind meine Kippen? Das ist so geil, Alter. Ja. Pump mal, weißt du, es ist halt so stark. So. So, finde ich jetzt erstmal nicht so dramatisch, dass wir hier die so rum haben. Schön matt geätztes Display, ne? Wunderbar. Jetzt löppt hier der Lachs. So, und wir haben hier noch. Wo ist unsere Mikrokarte zum Proggen? Die hatte ich kürzlich erst gesehen. Dachte ich mir, boah, Junge, da hast du die wieder dabei. Nimmt wieder einen Platz weg. Ne? Hier, und dann habe ich ja A wie Ufio. Na gut, Ufio-Räumen kann man das auch nicht nennen. Ne? Ich habe dann irgendeinen Schrank wieder in den ganzen Plünderin hier gekloppt, ja. Ohne Sinn und Verstand, und jetzt bin ich wieder am Suchen. Ich hatte gedacht, dass ich sie in diesem Frontschrank hier drin hatte, ne? Aber ein Scheiß, was habe ich? Habe ich das hier? Nee. Können wir mal was trinken, während wir so ein bisschen suchen, aber ja, die hatte ich ja abgebaut. Ich sehe die nicht. Welchem Schrank hatte ich das vorübergehend drin gedonnert? Oder war das drüben? War ich so geistesabwesend, habe ich das in den Kühlschrank drin gekloppt? Nee, ne? Habe ich nicht. Geht jetzt hier irgendwie diese kleine Programmierkarte irgendwie, dass die so dazwischen steckt mäßig, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ja eine, ich gehe mal drüben gucken. Gut, wir müssen die Folge hier beenden. Wir stellen die Displays in der nächsten Folge ein. Ja, und dann bringen wir die Duggy Farm so ein bisschen in Gange. Erstmal eine Proforma Duggy Farm mit nur Lichtsteuerung. Und dann die Real Duggy Farm, die machen wir mal so einen kleinen Satz nach hinten, sage ich mal. The King! Das ist so geil, Alter. Und dann geht das so. So. Habe ich nicht gelassen, ne? Ist eine Energiehaus gestopft, ist auch egal. Wir machen jetzt die Folge aus, ne? Lasst gerne Daumen hoch da, ihr wisst es. Kommt ja immer hier auch der alle halbe Stunde Award, ne? Oder einmal eine Folge, keine Ahnung. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge, ne? Für mich ist die ja sofort und ja, für euch ist die dann halt bald. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag, falls bei euch immer noch Montag ist oder wann ihr auch immer die Folge schaut. Schönen Tag noch, ne? Tschüssi, Freunde.